Genau. Herzlich willkommen zurück zu Tobias Freunden. Ich sitze hier mit dem Dennis und wir reden über Games, vor allem über Zelda. Und der Typ nervt mich schon wieder. Wir spielen auch Zelda. Wir spielen Zelda, Minish Cap. Weiter. Da wollten wir weitermachen. Da wollten wir weitermachen. Wir hören auch damit nicht auf, denke ich. Genau. Nee. Aber bevor wir jetzt die tiefgreifenden philosophischen Diskussionen anfangen über... Ja, wie findest du das Element Eis? Ja, es kann cool sein. Also ein paar von meinen besten Designs sind Eischaraktere, hätte ich jetzt mal gesagt. Nee, ich meinte einfach nur, wenn es rutschig ist. Ach so, also, nö, das ist ja auch so. Dagegen habe ich nichts. Ups, das okay. Ist für mich finde ich ja auch sehr nervig. Neben Wasser. Ja, es ist halt, herausfordernd. Ja, ich finde es ja auch immer, das ist eine schöne Komponente. Obwohl es mich auch sehr frustriert, muss ich sagen. Immer. Weil es ist nicht so, dass das ich dran schuld bin, dass ich gehittet werde, beziehungsweise irgendwo runterfalle. Es ist meistens so das Level einfach. Ich muss hier doch bestimmt irgendwas mit Licht machen. Ja. das ist auch so ein Zelda-Trope. Dass Licht. Irgendwo Licht herunterfällt Licht. Und du musst es irgendwo hinleiten. Da geht schon los. Ja, und da muss dann bestimmt am Ende der Block stehen, damit der schmilzt. Genau. Das ist jetzt schon eindeutig. Oh ja. Und hier komme ich dahin. Yay. Schöboinki. So, und das ist so ein... Ja, das ist ein Blockschubs-Rätsel, ich weiß. Auch ein schöner Zelda-Trope. Du musst immer einen Eisblock andere Games so hinschieben, dass er dann so eine bestimmte Plattform erreicht oder hier in dem Falle, dass du ein Item bekommst. Also, dass du den Eisblock an der entsprechenden Stelle schiebst. Das war aber sehr einfach, muss ich sagen. Ja, das war jetzt erstmal das Tutorial dafür. Das ist die Mechanik, die mir jetzt beigebracht wird und jetzt kommt wahrscheinlich gleich... Müsste. Das, wie es richtig schwierig wird. Ja. Oh, der Eistempel von der Link to the Past. Von der Link to the Past. Der ist heftig. Das war, war ein recht schwerer Dungeon. Das ist einer der schwersten, ja. Naja, ich dachte jetzt, du sprichst Twilight Princess an. Twilight. Weil daran hat es mich jetzt gerade erinnert, auch die Aufgabe. Da hast du ja auch diese Eisblock-Aufgabe. Du musst einen Eisblock schieben. Mhm. Und ich bin Twilight Princess. Ja, also ist ja legendär der Tempel. Also ist ja nicht ein Tempel wirklich, ist ja eher so ein eine Berghütte. Also ja, das ist ein ganz normales Häuschen. Aber ja, ist als Dungeon deklariert auf jeden Fall. Und ja, das... Ein sehr toller Dungeon auf jeden Fall. Da muss ich dort wird das Eiselement auch wunderbar implementiert, finde ich. Nicht nur, weil es rutschig ist, einfach nur so, wie es hier ja ist. Aber du denkst gerade nach. Okay. Ja, nee, ich versuche gerade den nachzuverfolgen. Ich brauche... Ja. Versuche erstmal den oberen Block ranzuschieben. Hier oben. Nach links, würde ich sagen. Ja. Slippity, slippity. Und jetzt schiebst du den nach links? Ja, genau, dann schieb ich den nach oben. Dann nach rechts. Warte. Nach links, wenn ich den hier hochschieb und dann hier runter, dann ist er in der Ecke. Ja, soll er aber. Warte mal, dann schieb mal erstmal den nach oben. Ich hätte den anderen zuerst machen sollen. Nee, schieb mal den. Nein! Schieb mal. Das müsste eigentlich gehen. Schieb doch mal den nach oben. Jetzt nach links. Aber wenn ich jetzt runter. Jetzt nach unten gehen und den unteren Bock dort. Den schiebst du nach unten und dann nach links. Nach links, damit hältst du ihn auf. Okay, ja, gut. Okay, uiuiui. Ja, also was ich jetzt so merke, so mit diesem. Also ich mag es auch das Eiselement, klar. Plus ich merke es hier, dass es etwas. Overused ist jetzt schon, also dass du die Eisfläche hast komplett hier bei einer Puzzle-Mechanik, wo du es eigentlich gar nicht brauchst. Ja, wo es eigentlich nur nervt, ne? Ja, wo es einfach nur, ich will mich jetzt hier fortbewegen und ein Rätsel lösen und jetzt nicht noch einfach nur ausrutschen. Weil hier wäre es jetzt zum Beispiel, wenn du gerne im Kampf bist, das ist dann immer sehr interessant, dass du dann rutschst und die Gegner dich hin und her schubsen und du dann vielleicht noch wegrutscht. Ja, das wäre für mich interessanter. Okay. Frage mich gerade, wie ich da wieder rauskomme. Ach, wahrscheinlich muss ich wieder zumachen und dann ist oben das Loch zu. Genau. Und dann geht das da weiter.
Anders geht's nicht. Oh yeah. Es wäre eigentlich ein schönes Rätsel, wenn du noch mehr Interaktionsmöglichkeiten hättest. Hier bist du so eingeschränkt, dass eigentlich nur das funktioniert. Es funktioniert aber, ja. Nur das. Ja, es, ja, du hast jetzt halt aber gar nichts erreicht. Es ist halt kein Breath of the Wild, ne? Ja, ich habe wirklich noch gar nichts erreicht. Ja. Ja, bei Breath of the Wild ist das ja ein bisschen anders. Also viele sind ja zur Zeit, also wenn ich jetzt so im Internet gucke, oh, wow, von diesen neuen 3D-Zeldern, also Breath of the Wild-Zeldern, sage ich mal, Open-World-Zeldern, nicht mehr so angefixt, weil ja, diese Dungeon-Struktur, also diese Puzzles, die gibt's ja nicht mehr, diese klassischen Puzzles. Du hast jetzt andere Puzzles, ja, mit diesen Interaktionsmöglichkeiten, und da kannst du dann meistens sehr viel schießen, dass du den Dungeon gar nicht mehr machen brauchst. Das schieße, so. Ja, wenn ja, du dann richtig krass bist. Es ist eine coole Herangehensweise, also ich mag diese Herangehensweise auch, bloß ich muss sagen, auf Dauer wird es auch nichts, also ich würde auch wieder gerne, ich bin ja auf den nächsten Zelda gespannt, muss ich sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, jetzt wo Nintendo jetzt auch viel Kritik geerntet hat wieder, die machen immer wieder was Neues, wenn sie Kritik ernten, also ja, in der Zelda-Reihe, und ich wünsche mir ja ein Zelda jetzt, das nächste Zelda, auch Open World, kleiner, wieder mit so einem klassischen Dungeons, und dass du wirklich so eine schöne Mischung da hast. Dass du eine Mischung hast aus diesen alten Zeldern und diesen neuen Zeldern. Dass du da wirklich die beiden verbindest. Okay. Das wäre für mich okay, optimal. Das ist falsch, kurz. Aber mal schauen. Ja, gut. Bei mir ist ja gerade eh der Zeitfaktor das Thema. Ich habe noch nicht mal das Tears of the Kingdom gespielt. Ja, ich auch nicht. Trotzdem bin ich trotzdem gespannt auf das neueste Zelda. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein neues Zelda unbedingt jetzt mal wieder spielen möchte oder so. Dafür gibt es noch so viele andere Spiele, die ich auch noch spielen möchte. Ja. Ich will ja nicht nur Zelda spielen. Ist das wieder der Weg zurück? Das ist wieder der Weg, ja, zurück. Das muss der Weg zurück sein. Ja, okay. Oh, mal gucken. Ja, Zelda. Ich bin jetzt bei Hades. Hades, bist du wieder gelandet? Ja, ich habe das mit einem Kumpel angefangen. Bottom of the Pot, okay. Ich habe das mit einem Kumpel mal angefangen, das haben wir aber dann aufgehört, weil wir spielen nur irgendwie einmal im Monat. Und there we go. Oh, gut. Ja. Und dann hat es mir aber so gut gefallen, dass ich das auf jeden Fall mal selber spielen wollte auch. Ja. Ja, und dann habe ich das jetzt gemacht und dann spiele ich da jetzt. Ja, also mich hat die Story dort in den Bann gezogen. Von Hades. Von Hades, ja. Hades, Hades. Hades. Ja, ich nenne es mal Hades. Ja, die Story ist ja ganz, ist auch cool. Die ist auch, ja, cool. Also einfach mal, weil es sehr natürlich voranschreitet. Das konnten die aber schon immer ganz gut, die Supergiant Games. Ich kenne kein anderes Spiel von denen. Gehen wir nochmal nach unten, da ist was. Ja, aber da war ich doch. Ja, aber du hast dort das nicht nach unten, du bist da nicht durch die Tür gegangen, hast die große Truhe mitgenommen. Ja, da komme ich nicht hin. Ach so, ich dachte, ja, das ist so, ja. Das ist halt so die flache, da oben rechts, ja, flache Ebene, die ich nicht. Ja, ja, jetzt kannst du aber in die Tür gehen, mit dem Schlüssel. Ja, ja, stimmt. Hinter dir. Jo. Oh, du hörst, da hört man das Baby. Er ist krank. Er hat Fieber. Oh. Ja, das ist nicht so gut. Kann ich da drauf? Jawohl. Ah, das ist auch bei kleinen Kindern das oft so. Ja. Fieber haben. Ach, wir sind jetzt schon gefühlt seit Anfang des Jahres dauerkrank. Ja, erstmal alle Krankheiten mitnehmen, ja, die es gibt so auf der Welt. Alle, die gibt auf der Welt mitnehmen. Ja, naja, und dann. Dann hat sich der Körper irgendwann dann gewöhnt. Oh, wow. Aber das ist jetzt auch so wieder, also die Fahrt mit dem Blatt, das, was du im ersten Dungeon schon erlebt hast, und das kehrt jetzt wieder. Nur, dass die Fahrt jetzt ein bisschen länger ist, so wie es scheint. Hier ist deutlich länger. Ich frag mich gerade, wo ich überhaupt hinfahren muss. Ja, ich glaube, du bist doch richtig. Ah, ja, du musst weiterfahren und dann. Genau, ich weiß. Da unten war nämlich so eine Stelle, wo man nicht weitergekommen ist. Bye! Oh.
Oh, okay. Du stehst auf dem Blatt. Du stehst noch auf dem Blatt. Ja, aber das ist auch schon ein bisschen... Das war jetzt challenging. Ja, ja, also challenging, aber auch so ein bisschen frustrierend, weil du musst das Blatt verlassen. Das ist... Ja, aber das kannst du ja jetzt, du kannst ja schwimmen. Ja. Kannst ja schwimmen, dann ist ja okay. Also, dass man hier die Kante so nicht hochkommt, das finde ich noch das Schlimmere dabei. Ja, das auch. Ja, das sind so 2D-Zelda. Da hast du dann immer so bestimmte Elemente, die... auf den ersten Blick gar keinen Sinn machen. So, bin ich denn jetzt gelandet? Sei es nur einen Block verschieben oder an Ebenen, irgendwelche Ebenen herankommen. Ja, der Dungeon ist ein bisschen größer. Müsstest du da nicht hin? Kannst du da nicht rauf? Ja, aber warum? Willst du nicht? Okay. Erstmal gucken, wo ist hier noch so alles. Erstmal gucken, was noch ist so. Ich scheine hier noch eine Weile mit dem Blatt unterwegs sein zu müssen. Ja. Okay. Hier kriege ich doch irgendwas zum Schmilzen. Ja, dann sag doch mal der Raupe nochmal guten Tag, oder? Ja. Sag der Raupe in dir guten Tag. Subway to Sally. Aber ich weiß nicht mehr, wie der Rest des Songs geht. Ja, ich kenne ihn nicht. Ach, jetzt muss ich hinten, warte. Nee, warte doch, bis er da kommt, oder nicht? Nein, ich muss ihn ja hinten treffen. Ach so, ja, wenn er sauer ist, dann kannst du nicht mehr treffen. Oh, hier sind so. So war das. Spinnweb, kann ich dich. Dann kannst du nicht damit hitten. Kannst oder? Du wegmachen. Ja, aber das bringt dir nichts. Doch, dann bauen sie sich nicht mehr weg. Ja, das ist jetzt auch wieder so ein Ort, wo die Eisfläche gut implementiert ist. Ja, und dann hast du dann noch ein neues Element, das hinzukommt, also die Spinnenweben, ja. Also völlige Bewegungseinschränkung. Richtig cool. Warum willst du unbedingt Pfeil und Bogen nehmen? Ja, weil der stärker ist als mein Schwertschlag. Echt? Ich glaube ja. Nein! Ja gut, mit dem Schwert treffe ich aber öfter. Ja, genau, deswegen. Jetzt, wo ich jetzt den Bogen erwähnt habe. Ja, welche Waffe nimmst du in Hades am liebsten? Ich versuche immer die Waffe zu nehmen, die gerade irgendwie einen Bonus hat. Also ich versuche. Ja, das mache ich auch. Das macht, denke ich, jeder. Aber am liebsten. Also das Schwert. Standardschwert finde ich ganz gut. Ist halt ganz normales Schwert. Aber es ist. Ja, cool. Ja, ich weiß. Schwerter sind cool. Boah, wie viel hält denn der aus? Übel. Den Speer benutze ich sehr gerne. Ah, ja. Okay. Also, ja, der ist auch cool, ja. Natürlich. Genau, Bogen. Also alle Waffen sind irgendwo cool, wenn man die richtigen Funktionen dafür hat. Ja. Ja, also ich finde nämlich den Bogen sehr interessant. Mit den Verbesserungen. Ist halt so ein bisschen Sniper-mäßig. Das Schild finde ich richtig kacke. Ich fand es am Anfang auch total kacke und es ist meine Lieblingswaffe mit geworden. Ehrlich, das Schild. Ja. Naja, das Schild, das ist, Naja, wenn du dir die Verbesserung hast, dann ist es nicht mehr so ein Schild, dann kannst du damit auch richtig gut den Kreiselschild, den finde ich am besten so, damit alles wegkreiselst und du dich dann in der Ecke versteckst und alle Gegner dann zu dir kommen und du die dann zerstörst damit. Kreisel? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Na, es gibt so einen Kreisel, der Gegner zerfetzt mit dem Schild. Kriegst du später erst. Achso. Also du hast bestimmt noch die Standardwaffen. Ich hab diese komische Kanone, also die Knarre ist das jetzt letzte. Also diese. Ja, ja. Aber da gibt's immer alle für jedes Item, also für jede Waffe gibt's noch einen Bonus. Ja, okay. Noch mehrere Boni. Also mehrere. Ja, ja, man kann die upgraden, ja, soweit bin ich schon, aber ich hab noch nicht so viel zum Upgraden. Ja. Oh, wow, hier ist er. Ja, die Kanone, die finde ich an sich
Also am Anfang fand ich die am besten und jetzt würde ich sagen, ja, es ist immer noch richtig toll. Einfach nur runterwerfen? So aus. Ne, ich glaube, du musst es muss auf den Schalter packen. Ich hätte auf den Schalter packen müssen. Ja, gut. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Oh, was bist du denn? Oh, fliegendes Dings da, Bumster. Oh, die hasse ich ja jetzt schon. Ja, das ist dann auch so 2D-Zelda, da kostet nicht die 3D-Ebene, die anzugreifen. Mehr Geld! Yeah. Geld! Gab es noch irgendwas, was wir kaufen wollten? Nee. Naja, Flasche haben wir jetzt. Werfen die was ist das letzte, was wir gekauft haben? Der Bumerang. Ach, da muss ich mit dem Blatt. Das ja, Blatt. 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 Ui. Oh, jetzt weiß ich wieder, wie wir uns die Fehler schießen. Das geht doch jetzt eh nicht. Was? Da ist eine Blockade. Ah, okay, aber dann muss ich nochmal ja. zurück. Muss nochmal zurück, ja. Das müsste ich aber irgendwie so machen können. Einfach so. Ja, einfach so. Einfach so. Ja, aber den habe ich ja schon gedrückt. Den hast du gedrückt. So, da, da, da. Da, okay. Ah, das meinte ich so. Eis. Viel zu viel genutzt. Zu viel Eis ist auch nicht gut. Also, es ist wie wenn du so einen leckeren Drink hast. Ich meine, du machst ja auch Eis meistens dann mit rein. Ja, ist bestimmt kühl. Aber wenn es zu viel ist. Das ist dann schon nicht mehr geil. Nee, dann ist es einfach zu kalt. Das ist dann nicht mehr geil. Boing, 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 boing. Ja. Okay. So ist es hier eben auch. Zu viel Eis. Zu viel Eis. In dem Eistempel. Zu viel Eis. No more water in the water temple. Kennst du das von Dogley? Dogley, ne. Ja, Videogame Revolution. Wo sie denn da alle stehen und, also Obama war ja so. Obama, der ja für die Revolution stand. Und als allen leichter machen wollte und so ging es dann darum, also stehen sie dann vor Obama und wollen die Videospiele leichter haben. Also die modernen Videospiele und dann ist da auch so ein Aufruf. No more water in the water temple. Ja. Also hier kriege ich irgendwas mit Feuer. Damit kannst du denn schmelzen. Damit kann ich dann schmelzen und Licht machen. Na, es gibt ja diesen einen Glühstab, den du in jeden 2D-Zelda, so ziemlich jeden 2D-Zelda bekommst. Alles, was hier ist, das kriegt man in so jedem sämtlichen 2D-Zelda. Ich meinte, alles, was irgendwo in einem Zelda ist, kriegt man in jedem Zelda. Ja. Also die Items kommen immer wieder. Ach, die Dinge. Also auch in Breath of the Wild hast du diesen Glühstab. Und in Breath of the Wild hast du sonst so kaum Items. Aber sie mal kaputt gehen. Ja, deswegen habe ich mir den Bumerang geholt. Na, das sind die Schwerter. Ich meinte ja jetzt Items wie Bombe, Bogen. Gut, ein Bogen geht kaputt, stimmt. Ja, aber du hast keinen Fanghaken. Du hast keinen Fanghaken. Ja. Das ist ein Bomben sind Schalter. Unendlich, also die kannst du ja spammen, so in dem Sinne. Stimmt. Das haben sie ja im neuen anders gemacht, aber. Da kann man sie nicht mehr spammen, da sind es wieder Consumables. Ja. Naja, sind es Consumables auch, richtig, also hast ja mehrere Bomben. Oh. Die eine Hälfte ist frei. Ja. Yeah. Knödeli-dödeli-dumpf. Ja, yeah, ja. Yeah. Gutes aus. Aber das ist auch immer so ein befriedigendes Gefühl. Also, wenn du eine Lichtquelle irgendwo hin transportierst und du siehst, mit dem Licht öffnet sich was. Das ist ganz anders, als wenn sich einfach nur eine Tür öffnet, finde ich.
Oder einfach sich bloß einen Block verschiebt. Das hat Stimmung. Hat ja, ja. Oh, warte mal, bevor ich jetzt hier weiter mal hier drüben. Ja, weil es auch wohin führt. Also das Licht führt irgendwo hin und dann. Dann eröffnet sich der Weg mit dem Licht zusammen. Das ist cool. Das ist nämlich die Kiste, die wir vorhin nicht geholt haben. Das ist die Karte. Ja, tolle Karte. Ja, aber jetzt kann ich da unten weitermachen. Ja. Oh nein, tun sie mir nichts. Komm, wir können ja wieder Geld sammeln. Wir haben wieder Riches. Okay, ich will diese Kiste aufmachen. Mehr Eis, Dennis. Guck mal, mehr Eis. Noch mehr Eis. Eis, Baby. Also hier gibt es ja jetzt auch Sinn. Also hier ist jetzt so ein Pfad, klar. Und das ist jetzt so eine Herausforderung. Hier ist es nicht so einfach nur eine Fläche mit nix. Hier finde ich es gut. Ah, da kommt dann das. Kingston Peace. Die nächste Gefahr. Oh, fuck. Und wieder ganz von vorne. Oh, so geht das. Oh, ist ganz gut. Manchmal kann man dann auch so diesen Schaden auch so nutzen. Ja, ja, um manchmal ist der beste Weg einfach irgendwie Schaden zu nehmen. Also machen es eigentlich die Profis. Links oder rechts, Dennis? Oh, der rechts. Jetzt nehme ich mal wieder rechts. Ich habe vorher links gesagt und Waffe lag falsch, jetzt rechts. Und du lagst wieder falsch. Ja, das kann doch nicht sein. Nächstes Mal werf ich eine Münze. Tu das. Werf einen D2. Uiuiui. Mit einem Xbox-Controller-Stick ist das nochmal so ein bisschen mehr wonky. Ach, spielst du einen Xbox-Controller-Stick? Warum nicht mit den Digipad? Ja, könnte ich auch, aber irgendwie fühlt sich der Stick doch besser an. Ja. So, wenn ich hier runterfall. Also ich habe ja. Ja. Ich nutze ja für viele Spiele jetzt meinen Brawler. Also das ist ein GameCube-Controller nachgebaut, aber mit einem besseren Digipad. Cool. Und da nutze ich in 2D-Spielen gerne das Digipad, auf jeden Fall. Okay. Ja, es kommt immer drauf an. Ich weiß nicht, ich finde das D-Pad von dem Xbox-Controller irgendwie nicht so geil. Ja, ich. Das ist irgendwie nicht so geil. Habt es auch noch mit dem. Obwohl es gleich gebaut ist, soweit. Okay. Gut, ich weiß jetzt nicht, welchen Xbox-Controller du hast. Die haben jetzt. Die neuen haben kein Digipad mehr, aber. Die haben kein D-Pad mehr? Nee. Aha. Also nicht dieses klassische Nintendo D-Pad. Die neueren. Keine Ahnung, es ist. Und die ganz alten? Zwei Jahre die ganz alten? Ja, die ganz alten, die hatten auch noch kein D-Pad, weil Nintendo da noch die Rechte drauf hatte. Also da waren die. Also ihre. Oh, wie nennt sich denn das? Was du beantragen musst? Die. NDA? Ja. Mir fällt jetzt das Wort nicht ein. Naja, aber die hatten halt diese Lizenz eben halt nicht. Ach so, ein Digga. Oh, jetzt kommt das Digga Schleim. Jetzt haut es auf. Digga Schleim, Digga. Digga Schleim? Digga Schleim. Schleim, Elektroschleim. Aber das kennen wir doch schon. Ja. Das ist jetzt nur ein Zwischengegner. Und der Gegner hat sich ein wenig erweitert. Aber kannst du ihn denn kaputt hauen? Ich muss halt irgendwas nehmen, was nicht. Zum Beispiel das hier. Aber solange er nicht britzelt, kann ich ihn wahrscheinlich hauen. Ist er. Ja, jetzt kannst du ihn hauen. Aber nicht, ich kann ihn nicht anschießen. Ich kann ihn nicht anschießen. Ja, dann nehmen wir den Püsterich. Der Püsterich macht alles. Ja, solange er bitzelt, kann ich ihn nicht püsten. Ich finde diesen Dungeon bisher, muss ich sagen, am schwächsten. Ja, bisher war nur so ein Gauntlet, also quasi ein Hinderniskurs. Ja, es ist so ein Hinderniskurs, was ja auch ganz gut ist, aber es ist so, von dem ersten Dungeon
so ein bisschen so eine Erweiterung, aber auch absolut keine Verbesserung. Also, du hast eben das Eiselement, was hinzukommt, aber auch nicht mehr. Und das fehlt eben doch die geile Struktur des ersten Dungeons. Das ist ein bisschen. Ja, der erste Dungeon mit dem Fass, der war schon richtig cool. Ja, genau. Also, dieses zentrale Element hattest du jetzt hier nicht. Du hast hier einen zentralen Raum, aber du. Ja, der verflechtet sich so ein bisschen und mehr ist dann auch nicht. Also die Raumstruktur ist nicht so genial angeordnet. Ach komm. War noch nicht kaputt. Bisschen. Why so tanky? Jetzt legt er nochmal richtig los hier. Oh ja, er hat sich. Er springt ein bisschen mehr. Aber es kommen keine neuen Attacken hinzu. Also ja, er hat zwar. Also an sich, dieses Elektro-Element, was du hier siehst, so seine Elektrofähigkeit, die bringt gar nichts. Effektiv. Effektiv bringt sie nichts, ja. Weil er tut ja sowieso weh, wenn. Ja, ja, eben. Ach. Hat mich trotzdem ein paar Mal erwischt, der Sack. Ja, ist egal. Ist egal. Der literal Sack. It's business as usual. Gut, das war jetzt nur der Zwischengegner. Aber trotzdem. The Flame Lantern! Ja, also doch nicht The Flame Rod, sondern Lantern. Ja, die gibt's ja auch sehr oft. Mhm. Yeah, Herzchen. Jetzt kann ich Dinge in Brand stecken. Hüppala. Jetzt kann ich wahrscheinlich Schornsteine. Aber. Oh, 100 Rupies waren das. Jetzt fällt mir. Also, du hast ja auch Wasser. Ja. In diesen Eistempel. Ja. Jetzt fällt mir eine Mechanik ein, die auch mal genutzt werden müsste in dem Spiel. Wenn du einen Eistempel hast. Dass der denn zum Wassertempel wird, je mehr du ihn in Brand setzt. Okay, okay, I see what you're doing. Nein, ich bin. Ach so, die sind nur temporär, sind sowieso nur temporär. Ja, du musst trotzdem mal ausschalten. Ich würde eine Bombe nehmen. Ich nehme keine Bomben. Keine Bomben. Schau da drauf, ja. Bis irgendwas stirbt. Da, siehst du, geht schon los. Ja, du benutzt ja gerne den Bogen. Also, Bogen finde ich auch so mit bester Item in Zelda-Spielen. Aber so wirklich effektiv habe ich immer Bomben genutzt. In jedem Spiel. Also. Auch wenn ich einfach nur gegenschlagen muss bei einem Gegner, ich sag mir so, nee, jetzt spreng ich in die Luft. Ich schlag Dinge lieber, als da statt sie zu explodieren zu lassen. Ja. Ist das getimed? Nee. Hm. Oh, bisher nicht. Jetzt sind wir durch. Ja, und jetzt hat man hier ein klassisches Labyrinth. Aber es verbindet sich auch nicht so mit dem Eiselement. Also so ist es so. Auch so ein bisschen out of place. Das Labyrinth. Ja, die mussten so ein bisschen Mechaniken jetzt. Interessanter wäre ein Eislabyrinth. Das gibt's ja auch oft in Nintendo-Spielen. Also ich denke da jetzt als erstes an Super Mario 64. Ach das, wo man so durchsehen kann, wo man nicht. Ja, genau. Wo du den Stern holst. Gut, ist jetzt in 2D nicht so umzusetzen. Man nicht diese Art, aber. 5 Bomben. Trotzdem könnte man was mit Eis machen. Ein Eislabyrinth könnte man auch in 2D bauen. Darum. Also das wäre jetzt hier so eher für den ersten Dungeon so ein. Puzzle, beziehungsweise so ein Weg. Okay. So ein Labyrinth einfach, wo man sich hindurchkämpft. Sowas, also das erinnert mich auch an den allerersten Zelda, da hatte man ja auch sowas.
oft, also einfach nur, da konnte man ja nichts anderes machen so richtig. Da gab es diese Kerze. Da gab es dann immer einfach nur so ein kleines Labyrinth-Puzzle. Ja, ein Klassiker. Hm. Also scheiß ja. Mucken, die gehen mir auf den Sack. Ja. Die da. Ja, die Gegner sind meistens jetzt hier nur Opticals. Obstacles. Kampf gegen diese Insekten war aber schon sehr ansprechend, sah zumindest so aus. Ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, wo die deren Hitbox ist. Ja, das ist vielleicht nicht optimal designt, aber ich sag mal optimal gestaltet. Gestaltet, ja, ne, wie soll ich sagen? Also mechanisch nicht toll designt, aber spielerisch gut gestaltet, ja. Genau. Oh, oh. Also einfach so die Mechanik dann vielleicht nicht, ja. Okay, okay. Ja. Aber ich kann mit so Hitboxen, also nicht gut platzierte Hitboxen arbeiten. Wie gesagt, ich spiele auch gerne Dark Souls. Shots fired. Ja, also, wer sagt jetzt, dass die Hitboxen in Dark Souls gut sind? Nee, tut mir leid. Da kann ich nicht mitnehmen. Okay. Aber ja, es ist trotzdem... Ja doch, ich brauch die. Und ich muss sie komplett reinschieben. Ja klar. Das geht jetzt nicht weiter. Das wäre jetzt komisch. Ja, dann muss ich. Oh ja. Dann muss ich jetzt so rummachen. Wie sind wir denn zeitlich? Es fühlt sich so an, als wäre ich hier schon eine halbe Stunde drin. Ja, wir sind jetzt eine halbe Stunde drin. So. Okay. Dann. Dann machen wir noch das Rätsel. Dann. Genau. Und dann switchen wir. Das ist einfach nicht in einer Folge ein Dungeon fertig zu machen. Ach, das ist ja auch nochmal jemand krank. Davor, ja. Oh, kacke, ich hab mir gerade meine eigenen Sabber verschluckt.